Die Theaterwerkstatt Dölsach ist bekannt für ihre kreativen Inszenierungen. Diesmal steht ein Theaterstück über den Osttiroler Maler Franz von Defregger am Programm. Die letzten Proben laufen. Warum Defregger? Es wird wohl an den Wurzeln liegen. Defregger ist irgendwie immer präsent in Dölsach. Und nachdem heuer das 100. Todesjahr ist, denke ich, ist es auch mal Zeit, dass man den Defregger wieder an die Öffentlichkeit bringt oder ins Dorf, ins Bewusstsein der Menschen. Und nachher haben wir mal gedacht, so, wo nehmen wir jetzt die ganzen Informationen her? Und dann bin ich draufgekommen, mei, ganz gescheit, habe ich alles daheim. Ich habe seine Lebenserinnerungen, habe Briefe von ihm, habe Zeichnungen. Meine Großmutter ist eine geborene Defregger, Urgroßvater. Und genauso also von den Großeltern sind beide mit dem Defregger verwandt. Also bin ich eigentlich die Urgroßcousine. Und man denkt, ach, ganz interessant. Ja, ich kann ja nicht schreiben, woher soll denn das können? Und da hat mir Micha Wolfgang, hat eigentlich mehr oder weniger mal begonnen mit der Spielfassung. Und hat er geschrieben, so, und jetzt kannst du selber weiter tun. Ja, und das habe ich nachher vorgelegt im Vorstand und nachher haben wir miteinander geschaut, was ist zu viel, was ist zu wenig, was passt nicht. Und so haben wir eigentlich miteinander, ich glaube, ein schönes Projekt entwickelt. Bin ich aufgeregt? Ja, bin ich. Wahnsinn. Warum hast du da ein Baby in der Tasche? Ja, weil ich die Hebamme bin. Ich bringe praktisch den Franz von Defregger. Ich helfe denen, auf die Welt zu kommen. Mein Gott! Ein gesundes Bierbli ist warm! Wir fangen alle miteinander. Ich spiele heute den Defregger. Der kleine Burdo, das bin ich. Der Franz Defregger bin ich. Und ich erzähle euch jetzt mein Leben. Ja, die Auseinandersetzung mit dem Defregger war schon sehr spannend. Also es sind viele Informationen aufgetaucht. Was mich sehr beeindruckt hat, dass er zu seiner Zeit seinen Hof, den er geerbt hat, hinter sich gelassen hat, verkauft hat, um seiner inneren Passion zu folgen. Er hat einfach gespürt, er möchte nicht Bauer sein, er möchte ein Künstler werden und das zur damaligen Zeit. Alles hinter sich lassen, einen Bauernhof, der ja eine Lebensversicherung war, er war Besitzender, das abzugeben gegen den Widerstand der Verwandtschaft im ganzen Dorf und seiner Passion zu folgen, also das hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann, wie er den Erfolg gehabt hat, ist er am Boden geblieben und hat auch Menschen, die Hilfe gebraucht hat, an seinem Erfolg Anteil nehmen lassen und hat seinen geholfen, also ein sympathischer Mensch, sympathische Persönlichkeit. Und wer hätte ich damals gedacht, dass ein Künstler aus mir wird? Ich glaube, unsere Intention war es nicht so sehr, jetzt den künstlerischen Werdegang Defreggers darzustellen, also die genaue künstlerische Biografie. Wir haben mehr den Menschen Defregger herausgearbeitet, zum Beispiel seine Kindheit als Bergbauernbauer und dann der große Konflikt, dass er den Bauernhof verkauft hat, damit er hat können seine Ausbildung bezahlen, und das war ja damals eine große Schande. Und dann auch der Lebensrückblick auf seine Erfolge und auf Probleme, die sich ergeben haben. Also der Mensch ist im Vordergrund. Meine ersten Kunstwerke waren aus dem Hornmehltag aus der Mutter ihre Schlipfkropfen gemacht. Kleine Figuren, Viecher, das waren meine Kunstwerke. Mein Franzl, wenn du so weiter meine Merlen und Erdäpfel verschnitzest, dann haben wir bald gar nichts mehr zu essen. Da schau mal, dein Reiter habe ich den Herrn Kobrata ausgeschnitten. Dafür darf ich seine Kanarienvögel anschauen. Die haben jetzt Junge. Wer hat Junge? Der Kobrata. Die Herausforderung ist sicher für die Regie, für die Darstellerinnen und Darsteller und vor allem fürs Publikum, dass wahnsinnig viel passiert. Also es ist nicht so ein herkömmliches
Theaterstück, sondern wir haben Filme drinnen, wir haben Musik aus der Zeit, wir haben eine Drehbühne mit vielen kurzen Szenen, wir haben eine Menge Schauspielerinnen und Schauspieler zwischen 20 und 30, wir haben eine Projektionsfläche, wo wir Bilder aufprojizieren und Filme eben, und es ist für alle eigentlich viel, also es sind viele Eindrücke, aber es ist auch so wie ein bisschen dokumentarisches Theater. Also man kriegt dann halt wirklich so ein authentisches Bild vermittelt. Unsere Aufgabe ist, die ganzen Leute herzurichten, also das Make-up zu machen und die Haare und schauen, dass alles passt vom Outfit her. Bart zu picken ist harte Arbeit. Warum hast du da keinen wachsen lassen? Das habe ich probiert, aber es geht sich nicht. Es ist sich zeitlich nicht mehr ausgegangen. Ich habe alles probiert. Honig und Hendrik, das kennt ihr eh. Innen, außen, nix, hat nichts genutzt. Jetzt tun wir halt picken. Ja, bin für Maske und Bühnenbild zuständig. Also mehr oder weniger das Bühnenbild hinter der Bühne alles herrichten, damit sie gerade wird. Und nachher das richtige Bühnenbild vorhanden ist. Die Typhusepidemie hat in den 40er und 50er Jahren grausige Ernte gehalten. Das muss für meinen Vater schrecklich gewesen sein. Herrgott, ich bin dich. Nimm mir nicht mein Bub. Mein Bub! Ich bin dich nicht. In letzter Ahnung. Das andere eh schon. Zwei gibt's schon nicht. Und ihr Mami. Geben Mist. Ich bitte. Verschont mir meinen Franzl. Also wie die Szene selbst schon gelesen habe, denkt, ja, wie lege ich das jetzt um? Das muss ein bisschen emotional gehen, das geht nicht gleich Textreden, da muss ich ein bisschen Emotion einbringen und auch so ein bisschen, dass die Leute ein bisschen berührt sein. Und dann bei der ersten Leseprobe habe ich es einmal so gemacht und dann waren sie alle schon ganz baff und dann gesagt, bitte mach das so, wie es ist. Und das ist ganz eine feine Szene zu spielen. Ich spiele den Vater von Defrika, wie er noch als Kind da in Dülsach verweilt ist. Das ist ganz eine spannende Rolle, weil der Tobias, was in Franz von Defrika im Kindesalter spielt, wir haben da ganz eine tolle Verbindung aufgebaut, ganz eine freundschaftliche Verbindung und das ist wirklich ganz, ganz toll zu spielen. Schau. Dankeschön. Dann nimmst du dir da noch einen Janker mit. Und dann gebe ich dir da noch 4 Gulden. Dass du irgendwo schlafen kannst. Boah, pass auf dich. Bring das Ressel gut um nach Sechsten und komm du wieder gut heim. Ich pass wohl auf. Vierte vor da. Vierte Bub. Es ist halt ein ganz cooles gemeinsames Projekt und jeder haltet halt zusammen. Und das ist, da kann man sich richtig in die Rolle einversetzen und dann weiß man, wie man Sam halt gelebt hat und in Kostüm und alles. Das ist ganz super. Sag einmal, was tust du da? Ein bisschen zeichnen. Ja, ich spiele in Franz von Defrika, also als jungen Bub. Und zu der Rolle gekommen bin ich, da habe ich mich einmal mit der Erna unterhalten und ich tue ganz gerne Schauspielern und deswegen hat sie halt gesagt, ich darf dann spielen. Du hast ja auch Dreharbeiten gehabt mit deinem Pferd und du bist noch nie davor geritten. Erzähl einmal, wie war denn das? Ja, das war einfach ganz super. Das Pferd, das war ganz ein feines. Ich habe wohl davor eine halbe Stunde so eine Reitstunde gehabt und ja, das Pferd hat mir auch gefolgt und das hat ganz gut geklappt. Es war herrlich, als ich auf der Braun gesessen bin. Der Himmel voller Bassgeigen. Ich habe nochmal alles überprüft, habe mich zurechtgemacht und dann, hü, auf geht's, Braun.
Ja, Theater spielen, wie sagt man so schön, die Bretter, die die Welt bedeuten. Ein Theater ist schon super und Gott sei Dank geht wieder Theater spielen. Nach diesen Vorbereitungen steht einem unterhaltsamen und berührenden Theaterabend wohl nichts mehr im Wege.